geht ab, meine lieben Freunde, euer hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Video. Ja, Freunde, heute ist Sonntag und morgen bin ich schon auf dem Weg nach Köln, denn am Dienstag startet offiziell die Gamescom mit dem Fachbesuchertag und danach, ach du Scheiße, und danach geht's dann los mit den offiziellen Tagen von Mittwoch bis Samstag nämlich. Und ich bin jetzt hier gerade dabei, die Videos vorzuproduzieren. Das Video, was ihr gerade seht, wird natürlich heute online kommen, an dem Sonntag, wo ich es auch aufgenommen habe. Aber der Rest wird alles vorproduziert sein von mir, Leute. Deshalb bin ich momentan ja richtig am Durchziehen. Ich bin ja wirklich gestern aus London gekommen und hat mich jetzt direkt an die Videos herangesetzt, damit auch an jedem Tag ein Video kommt. Und ja, ich wollte euch hier in diesem Video schön von dem FIFA Interactive World Cup erzählen, bei dem ich gewesen bin. Also das Gameplay heute wieder ein bisschen so Nebensache. Ich versuche natürlich hier ein halbwegs gutes zu erschwitzen, aber werde ich, denke ich, nicht schaffen. Ich werde aber die Woche, denke ich mal, noch ein Video vorproduzieren, wo ich ein gutes Gameplay raushaue, damit nicht immer hier alle denken, ich bin hier ein absoluter Noob in COD. Ich bin nicht, jetzt sage ich mal, gut oder der Beste oder so, aber ich bin okay, sage ich mal. So würde ich das beurteilen. Und zwar, der FIFA Interactive World Cup ist ja die FIFA-Weltmeisterschaft und dieses Jahr war es so wie noch nie, denn es gab einen Preispool von 200.000. Ne? Das ist einfach nur zu krank. Der Erste, der gewinnt, hat einfach $200.000 bekommen. Wisst ihr, was $200.000 sind? Das ist einfach so eine krass enorm hohe Summe. Das ist echt nicht mehr normal. 200.000, überlegt mal, für ein Spiel. Natürlich gibt es auch andere Spiele, Call of Duty, Counter-Strike und so. Da gibt es auch schon einen krassen Preispool. Aber es gibt auch Spiele wie League of Legends. Da geht es ja quasi um schon Millionen oder so. Also habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bestimmt kann ich mir gut vorstellen. Diese Camper-Nutte hier, das ist ja echt nicht mehr normal. Aber auf jeden Fall, es war so gewesen, wir sind ja am Dienstag war das angereist und ich bin Dienstag, Leute, ich habe einfach Dienstag die Nacht durchgemacht, weil ich da die Videos vorproduziert habe und das war dann einfach so ein Stress. Ich habe einfach die Nacht durchgemacht, weil unser Flieger kam schon um 7 Uhr morgens aus Düsseldorf und dann waren wir hier und ich war einfach so am Arsch gewesen. Ich musste von unterwegs aus noch meine PCs fernsteuern, Alter, mit TeamViewer habe ich dann drauf zugegriffen und. Das hat mir wieder so viel Stress gemacht, also wirklich in den letzten 3 Jahren, wo ich weg war irgendwo, ich hatte nie mal einen entspannten Tag davor, weil jedes Mal mache ich irgendwie alles immer im letzten Drücker. Das fuckt mich teilweise richtig ab, Alter. Immer alles so im letzten Moment. Und ja, ihr kennt mich, Leute. Das ist der typische Öni. Der immer alles im letzten Moment war. Auf jeden Fall kommen wir dann an in London, alle mega tot, werden dann am Flughafen von so einem Bus abgeholt. Und genau, was ich noch sagen wollte, am Dienstag wird auch viel FIFA ein Vlog von mir dazu kommen. Den werdet ihr dann... Eieiei. Oh mein Gott. Den werdet ihr dann auf YouTube finden, auf viel FIFA. Das hat ja auch was mit FIFA zu tun, deshalb kommt auch auf viel FIFA dieser Vlog. Aber ja, ich muss einfach sagen, wir sind dann angekommen um, wie viel Uhr war das, Leute? Ja, glaube ich, 8 Uhr morgens, weil dort ist ja auch die Zeitversetzung. Das heißt, eine Stunde ist die Zeit da zurück. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel 9 Uhr, da ist es dann 8 Uhr. Also so war das dann. Und, ja, warte, Drohne machen wir gleich nächste Runde. Ach, scheiße. Aber auf jeden Fall sind wir dann angekommen, wurden mit so einem Shuttle abgeholt. Da waren noch ein paar andere FIFA-Teilnehmer. Das ist ja eine FIFA-Weltmeisterschaft, wo alle aus der ganzen Welt da waren. Es waren Franzosen da, es waren Leute aus Südamerika, Argentinier, Brasilianer, wirklich alles war da. Und die wurden dann auch mit uns zeitgleich teilweise alle vom Hotel abgeholt. Manche sind schon früher angereist, manche nicht. Aber jetzt kommt so ein Punkt, der mich richtig abgefuckt war. Mich abgefuckt hat nämlich teilweise die Organisation. Es war teilweise wirklich so schlecht organisiert, was mich mega abgefuckt hat. Wir haben uns erstmal gefragt, der Mo und ich, warum geben die uns eine Reise um 7 Uhr morgens so? Ne? Weil warum nicht einfach mal so mittags oder sowas, ne? Weil andere sind schon teilweise eine Nacht davor oder 2 Tage davor angereist und die hatten dann nicht das... Oha, die hatten dann nicht das Problem, dass die da um 7 Uhr den Flieger nehmen müssen und so. Und das war bei uns halt das Problem gewesen. Um 7 Uhr wurden wir dann abgeholt, Leute. Und, warte, scheiße, habe ich mich nicht konzentriert. Guck, ach, nächstes Mal machen wir mal eine konzentrierte Runde. Auf jeden Fall wurden dann abgeholt, zum Hotel gebracht. Wir alle mega tot, wollten natürlich direkt auf unser Zimmer, ne? Und wir wussten nicht und haben nachgefragt, warum habt ihr uns so früh den Flug gebucht, ne? Dann meinen die, ja, für die Stadtrundfahrt. Wir machen so eine Stadtrundfahrt um London. Und dann dachten wir uns, ja, okay. Und ja, wir sind dann eine halbe Stunde später angekommen als geplant, ne? Und dann haben die einfach ohne uns, ohne Mo, mich und seine Freundin, ohne uns haben die Stadttour gemacht. Und das war der Hauptgrund, warum die uns eigentlich eingeladen haben, so früh morgens zu kommen, ne? Und dann haben wir die Stadttour nicht mitgemacht um London. Und das Beste kommt da jetzt noch. Dann sagen die uns, ja, euer Zimmer ist noch nicht frei. Ihr könnt erst um 12 Uhr rein, ne? Und wir so, was? Weil wir waren alle so am Arsch, ne? Wir haben die Nacht durchgemacht, wir waren einfach nur tot gewesen und wollten einfach nur pennen gehen.
Und dann sagen die uns, ja, euer Zimmer ist erst ab 12 Uhr bereit. Und das haben wir uns schon im Vorhinein auch so gedacht, weil wir haben uns dann gedacht, weil normalerweise ist immer 12 Uhr Checkout und die sind bestimmt mega ausgebucht, also wird da auch bestimmt das Zimmer nicht um 7 Uhr, 8 Uhr morgens frei sein, wenn wir ankommen, ne? Und das war dann echt die reinste Katastrophe, Leute, ne? Wir kommen dann da an, können nicht in unser Zimmer und dann haben wir gefragt, ja, was können wir denn sonst machen? Und dann meinten die, ja, hier ist so ein Nebenraum, ihr könnt ihr euch hinsetzen und da versuchen zu pennen. Dann mussten wir in so einen Nebenraum gehen und dann haben wir da gepennt, in so einem Nebenraum auf so einer Couch. Da war ein bisschen Platz gewesen, aber ey, da mussten wir da 4 Stunden schlafen, dann war 12 Uhr. Wir stehen so auf, ey, wie viel schluckt der denn, Alter? Also das war gerade echt nicht mehr normal. Dann stehen wir auf, 12 Uhr, wollen in unser Zimmer rein. Wisst ihr, was die dann sagen? Jetzt kommt das Highlight. Dann sagen die, ja, das macht dann einmal 200 Pounds. Also ihr müsst 200 Pfund als Pfand geben, wenn ihr was von der Minibar trinkt, also oder irgendwas kaputt macht oder so. 200 Pfund, keine Euro-Pfund. Und wir hatten natürlich nur erstmal Euro dabei gehabt, haben noch nichts gewechselt, sondern nur eine Kleinigkeit, so 50, 60 Euro haben wir gewechselt, damit man auch was sich zu essen holen kann. Aber die meinen dann einfach eiskalt 200 Pfund. Wisst ihr, was 200 Pfund sind, Leute? Das sind einfach, glaube ich, wie viel, 150 Euro oder so. Das hat man natürlich nicht, ne? Da mussten wir eine Bank suchen, die von Mo seinen 500-Euro-Schein annimmt, weil der hatte nur einen 500-Euro-Schein dabei gehabt und ich hatte nur meine Bankkarte dabei gehabt und in der Nähe war einfach nichts gewesen, ey, es war einfach so ein riesen Durcheinander. Dann haben wir es letzten Endes noch geschafft, das Geld zu holen, konnten dann endlich auf unsere Zimmer, haben uns dann hingelegt für ein paar Stunden und waren davor dann auf dem Weg nochmal bei McDonald's gewesen und das war einfach nur die reinste Katastrophe. Also so verlief der erste Tag ungefähr, dann war die Zeremoniefeier, also sage ich mal, die Ankündigung der Spieler. Da haben die uns alle vorgestellt und sowas. Also was heißt uns? Mo vorgestellt und so. Quasi der Willkommensabend. Ne? Dann war das natürlich alles mit so einem kleinen, netten Abend verbunden. Wir haben dann da ein bisschen was getrunken, gechillt und so. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür, dass das FIFA ist und die, sage ich mal, dass deren größtes Event ist, was FIFA angeht, war die Location echt ziemlich mies gewesen. Es gab einfach nichts Vernünftiges zu essen, nur diese Häppchen, kennt ihr das, wenn die Kellner kommen und dann bringen die euch so kleines Essen vorbei? Sowas war da und wir haben alle gedacht, weil die meinten, ja, ihr müsst im Anzug kommen und so. Ich habe extra meinen Anzug mitgenommen, Mo hat seinen Anzug mitgenommen, wirklich alle haben ihre Anzüge mitgenommen. Außer ein, zwei Spieler aus Brasilien, glaube ich, die hatten dann keinen Anzug an, das sah richtig lustig aus, als sie da vorne standen, alle so im Anzug und die auf einmal dann kommen dann mit so einem Dings, ey, wie heißt das, mit so einer Weste oder was weiß ich was, das sah dann echt lustig aus. Aber ja, so war dann der erste Abend verlaufen, wir haben ein bisschen was getrunken, dann noch gechillt und dann sind wir rumgelaufen, weil wir mussten noch den Hasso abholen, ne? Der Hasso, der war ja erst später angekommen als wir und sein Englisch, Alter, ist einfach Katastrophe, der konnte nicht irgendwie zu uns kommen, der hat vom Flughafen zu uns einfach 4 Stunden gebraucht mit allem drum und dran. Dann haben wir den gefunden, dann waren wir noch in der Shisha-Bar gewesen und die hat dann irgendwie nur so eine komische Elektro-Shisha gehabt, wo man das dann auf den Kopf schraubt und dann die Shisha raucht, ne? Die wurde einfach auf den Kopf so geschraubt. Oha. Und das war echt richtig komisch, Leute. Ich schwör's euch, Alter. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der erste Abend lief dann einfach sowas von chaotisch ab, ne? Und dann sind wir endlich dann im Hotel alle angekommen, haben uns dann endlich hingelegt und wollten einfach, dass der Tag vorbeiging, weil das war wirklich so ein katastrophaler Start gewesen. Ein richtig katastrophaler Start. Und dann dachten wir uns, scheiße, Alter, das kann so hier nicht weitergehen. Wir haben uns voll auf London gefreut und dann auf einmal sowas. Es war schon echt verdammt mies gewesen, Leute. Aber ja, dann fing der zweite Tag an und da werde ich euch jetzt weiter im nächsten Gameplay erzählen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch direkt in der nächsten Runde angekommen. Ich mache jetzt direkt weiter, wo ich da aufgehört habe, nämlich am zweiten Tag. Natürlich waren auch andere Leute dabei, die die E-Sportler begleitet haben. Mo hat mich ja zum Beispiel als Coach eingetragen gehabt und ich war dann quasi sein Coach und durfte immer bei den Spielen hinter ihm stehen und sowas. Also direkt wirklich hinter ihm. Und die anderen mussten ein bisschen weiter weg sein und sowas. Und ja, dann hat der zweite Tag angefangen und das war somit dann der erste Tag vom FIFA Interactive World Cup, also von der Weltmeisterschaft. Da hat nämlich die Gruppenphase angefangen. Die Gruppen wurden schon, glaube ich, 2-3 Wochen vorher bekannt gegeben und ausgelost. Oh, gerade habe ich eigentlich ganz gutes Aim. Ah, jetzt haben wir auf den Sack bekommen. Auf jeden Fall hat dann die Gruppenphase angefangen. Mo fängt sein erstes Spiel an. Ey, und ich hatte so einen peinlichen Moment gehabt, Alter. Ich war so vercheckt, ne? Ich war einfach so vercheckt. Eieiei, das muss ich euch erzählen, Leute, ey. Mo beginnt sein erstes Spiel gegen Manica, so ein Franzose. Und, ja, dann macht einer ein Tor. Und ich dachte, Mo hat das Tor gemacht. Und ich raste da voll aus. Jawohl, jawohl. Pack den so an. Der Mo hatte ja Kopfhörer an. Ich pack den so an. Jawohl, Junge. Und der ist voll schockiert, guckt so. Er hat sich voll erschrocken, ne?
Und dann zeigt er mir, er hat das Tor gemacht. Ey, und alle, die da standen, haben mich so kaputt gelacht. Das war so peinlich für mich, ne? Ich freue mich einfach quasi für den Gegner, ohne es zu wissen. Und hab's total vercheckt, Alter. Ey, Leute, das war mir so peinlich. Oh, was hat der denn gemacht mit seiner Scheißding da? Ey, der Spielekind. Spieleking. Krank, der Typ. Aber ey, Leute, das war, wie gesagt, so peinlich. Hat Mo sein erstes Spiel 13-0 verloren. Und das ist natürlich kein guter Start gewesen. Und dann dachten wir, ey, die Reise hat schon so scheiße angefangen. Erstmal der erste Tag war so chaotisch, dann jetzt die Niederlage und. Aber dann letzten Endes, ich will jetzt nicht auf jedes Spiel einzeln eingehen, aber Mo hat es dann auf jeden Fall geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Er war ja auf der PlayStation-Seite, hat dann gegen die Leute sich durchsetzen können. Und ja, dann ging es weiter. Ne, es ging nicht weiter. Dann war er vorbei, dann war der Tag vorbei. Also das Event, also das Turnier, sage ich mal. Nicht das Turnier, die Gruppenphase war vorbei. Und es war so auf 3 Tage aufgeteilt. Erster Tag Gruppenphase, zweiter Tag ist K.O.-Phase bis zum ersten Finalspiel, irgendwie so. So, und dann haben wir uns fertig gemacht, sind zum Hotel gefahren, denn wir wollten noch was essen gehen. Ich habe den Jungs nämlich so ein leckeres Steakhouse empfohlen. Und ja, dann haben alle erstmal gesagt, nee, habe ich nicht so Bock auf Steak und so. Lieber will ich Chicken Wings essen, lieber will ich das essen. Und dann habe ich die noch alle überreden können, zu diesem Steakhouse zu kommen, weil genau da war ich auch vor 6 Monaten in diesem Steakhouse. Wir kriegen halt ein bisschen auf den Sack. Da war ich bei diesem Steakhouse gewesen. Und das war einfach so ein geiles Steak, Leute. Ich schwöre es euch. Ich habe lange nicht mehr so ein geiles Steak gegessen. Ohne Spaß. Das war so lecker. Und deshalb musste ich da unbedingt nochmal hin. Und habe ich denen auch so erklärt. Und dann meinen die, okay, ja, nee, komm, wir kommen mit dir. Dann sind wir da bei diesem Steakhouse gewesen. Und das Geile war, mein Cousin hat spontan, sage ich mal, Urlaub gemacht. Und war auch in London mit seiner Freundin. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, mein Cousin René. Haben uns getroffen. Waren dann alle zusammen schön was essen. Also ich, Timo, Erhan, Mo, Hasso, René, also mein Cousin und seine Freundin. Waren wir schön in diesem Steakhouse gewesen, haben schön gegessen, ein bisschen dabei was getrunken und so. Einfach den Abend schön genossen. War mega geil, hat übertrieben Spaß gemacht. Und dann haben wir ein bisschen Rille gemacht. Dann sind die anderen schlafen gegangen. Also Mo ist pennen gegangen mit seiner Freundin, weil er muss ja fit sein für den nächsten Tag. Er konnte ja nichts trinken oder so, weil es geht danach um alles. Ne? Die K.O.-Phase beginnt und wenn er da verkackt, ist er raus. So, dann war ich mit Hasso, mit meinem Cousin, seiner Freundin noch ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren noch ein bisschen in der Hotellobby bei uns gewesen, haben da ein bisschen Rille gemacht. Eieieiei. Aber ihr werdet sowieso alles noch in dem Vlog sehen. Ich erzähle euch schon mal so ein bisschen, damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Denn der Vlog wird ja am Dienstag kommen. Den müsst ihr unbedingt sehen. Ist mega geil gewesen. Und ja, dann hatten wir auf jeden Fall einen gemütlichen Abend gehabt. Und dann sind wir irgendwie aus irgendeinem Grund noch ins Casino an unserem Hotel gekommen. Ich weiß nicht warum, aber wir sind ins Casino zu unserem Hotel da gekommen. Und dann hat der Hasso da einfach rausgeholt. Der Hasso hat einfach rausgeholt, denn wir haben so ein Spiel gespielt, was keiner kannte. Wild Wolf hieß das irgendwie. Und dann hat der Hasso da einfach rausgeholt. Bei so einem Spiel, was wir gar nicht kannten. Und das war dann echt richtig lustig gewesen. Wir waren noch 1-2 Stunden dort gewesen. Ich habe natürlich erstmal nichts reingeschmissen. Oder nee, ich glaube 10 Pfund oder so. Ich bin nicht so der Casino-Gänger, gebe ich ehrlich zu. Das war das, keine Ahnung, 10. Mal in meinem Leben, dass ich im Casino war oder so. Ein paar Mal war man natürlich so, aber ist überhaupt nichts für mich eigentlich so. Ab und zu mal so ist lustig mit ein paar Leuten da, versuchen was zu gewinnen, so was reinzuschmeißen, ist okay. Aber kann ich euch nur abraten von. Das ist auf jeden Fall nicht gut, da sein Geld zu verzocken. Vor allem, wenn man da so einer ist, der sagt, oh scheiße, ey, jetzt habe ich was verloren, ich muss das wieder reinholen. Komm, schmeiß ich noch was rein. Aber so bin ich nicht, Leute. Ich bin ganz voll am Verkacken, Mann. Scheiße. 19:23, egal, Leute. Auf jeden Fall ist der Abend dann auch zu Ende gewesen. Hasso und ich waren bis 6 Uhr unterwegs mit meinem Cousin und seiner Freundin, weil das war der letzte Abend von denen. Dann haben wir ein bisschen gechillt noch und. Eieiei. Oh, wie viele da einfach sind. Warte mal, ich hab gar keine Granaten mehr. Aber auf jeden Fall, Leute, war dann der Abend vorbei. Wir waren 6 Uhr pennen und mussten einfach um 9 Uhr wieder auf den Beinen sein, weil da die K.O.-Phase losging. Und Mo hatte natürlich auch sein Spiel direkt, ne? Und wir stehen dann auf, haben die ersten 2 Spiele verpennt, aber nicht von Mo, ne? Zum Glück hat erstmal Timox gespielt. Das haben wir dann verpasst gehabt, das war dann nicht so schlimm. Aber war natürlich auch blöd, dass wir dann zu spät gekommen sind, so. Ja, hat Mo gespielt, verliert sein erstes Spiel einfach 4:1, ne? Verliert sein erstes K.O.-Spiel 4:1. Wir dachten so, scheiße, er ist schon jetzt bestimmt raus, wird das nicht mehr packen. Und dann hat er einfach das Unmögliche möglich gemacht, hat dieses Spiel gedreht und hat dann noch mit 5:0 gewonnen, ne, im Rückspiel, Alter. Das ist einfach unglaublich gewesen. Er gewinnt das Rückspiel einfach mit 5:0 und ist somit dann im Halbfinale von der PlayStation-Seite gewesen, ne. Und das war einfach nur sowas von krank, ey. Und ja, dann hat der Mo sein nächstes Spiel gehabt gegen den Kai Wollin, also Kai Deto. Und warte, ich guck mal ein bisschen hier an, vielleicht habe ich was vergessen zu sagen. Ja, dann ist er leider
Genau, gegen Deto rausgeflogen, gegen Kai Deto Wollin. Ja, ein bisschen unglücklich, aber ja, was soll man machen, Alter? FIFA hat natürlich auch was mit Glück zu tun. Und ja, er hat einfach kein Glück gehabt mit seinen Chancen. Die Tore gingen nicht rein, so wie sie reingehen sollten, die normalerweise Standard reingehen. Alleine Ronaldo vom Tor macht ihn nicht. Marcelo allein vom Tor macht ihn nicht. Und dann ist er leider rausgeflogen, hat aber immerhin noch was, glaube ich, gewonnen gehabt. Ich glaube, 2500 Euro hat er gewonnen gehabt. Aber ja, er war dann somit raus. War dann auch ein bisschen abgefuckt erstmal, aber ja, passiert, Leute, passiert. Er hat auf jeden Fall ein souveränes Turnier gespielt gehabt. Und ja, dann sind wir halt noch abends an dem Tag noch durch London gelaufen. Haben aber nichts Wirkliches mehr gemacht. Wir haben uns so ein bisschen die Stadt angeschaut. Und das ist echt eine richtig schöne Stadt, London. Ich war jetzt auch zum dritten Mal dort. Hat übertrieben Spaß gemacht dort. Wir haben dann, wir sind dann durch diese Piccadilly Circus gegangen, oder wie das hieß. Piccadilly Circus, Westminster Abbey und durch diese ganzen Sachen. Schluck auf. Haben uns alles angeschaut in Ruhe. Aber ja, alle waren natürlich am Feiern gewesen. Obwohl es Donnerstag war, waren alle irgendwie Party machen und wir konnten nicht, weil Mo, der Schlawiner, hatte einfach eine Jogginghose angehabt. Und dann kam man natürlich nirgendwo rein, beziehungsweise haben es auch gar nicht versucht. Uns haben zwar ein paar Leute angesprochen, wie es auch üblich ist, weil so viele labern da immer einen an. Oha, ist das deren Geschütz? Sag mal, willst du mich verarschen? Digga, was ist das denn? Einfach bei uns. Ey, was soll das denn? Einfach deren scheiß Geschütz hier. Haben uns voll viele angelabert, aber wir haben den Abend dann einfach nur ausklingen lassen. Und haben dann nichts Besonderes gemacht, waren dann nur was essen gegangen. Und ja, dann war der Abend vorbei irgendwie um 3 Uhr. Wir wollten dann am nächsten Tag natürlich das Finale sehen. Dann meinte Hasso so, komm Bruder, lass mal nochmal ins Casino gehen, ein bisschen nochmal unser Glück versuchen. Und ich so erstmal, nee, ich hab nicht so Bock, wir müssen nochmal ein bisschen pennen, weil wir haben ja die Nacht davor wirklich nur 2 Stunden gepennt. Dann meinte, komm Bruder, lass einfach mal gehen, komm. Und an dem Tag sind dann Kai Wollin hatte das Finalspiel auf der Playsee gegen Timo und Gorilla gegen Cody, der Finisher, glaube ich, war das. Und auf jeden Fall sind wir dann im Casino doch noch hingegangen. Und Hasso hatte dann 2 Spiele gefunden, wir haben uns totgelacht. Ne, wir waren ja in London und da war einfach ein Spiel, das hieß Freibier und das eine hieß Gorilla. Und ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von Gorilla. Das ist für mich einfach der beste Spieler der Welt. Und dann auf einmal meinte Hasso, ey Bruder, was ist das doch jetzt gerade Schicksal, Alter? Jetzt auf einmal genau so ein Spiel, das heißt Gorilla und das eine Freibier. So, und dann meinte er, komm Bruder, lass mal zocken. Dann habe ich gedacht, okay, komm, schmeiß da einfach mal einen Zehner rein, scheiße drauf. Habe ich gemacht und am Ende habe ich mit diesen 2 Spielen einfach 150 Pfund rausgeholt und hatte so ein Glück gehabt. Das war einfach Schicksal gewesen, das war so lustig, Leute. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, dann ist der Abend ausgeklungen. Wir haben dann gepennt im Hotel und sind dann am nächsten Tag zum Finale gefahren. Wir haben natürlich erstmal ein bisschen ausgepennt, weil wir müssen nicht um Punkt 9 Uhr da sein, wo es losging, sondern ein bisschen später, weil da haben auch die Spiele angefangen. Es war dann so eine mega geile Kulisse, eine mega geile Location gewesen. Und ja, dann frage ich mich aber eins, Leute, guck mal, auf dem Finalspiel der PlayStation und Xbox sind das insgesamt 2 Spiele, also Hin- und Rückspiel, ne? Und die haben das Hinspiel einfach einen Tag vorher gemacht, ohne dass das in diesem krassen Raum da war. Es war ja so eine krasse Location, wo auch Zuschauer kommen konnten. Und die haben das Hinspiel einfach einen Tag vorher gemacht und das Rückspiel einfach am nächsten Tag. Total sinnlos fand ich das, weil Cody, der Finisher, der Deutsche, hat gegen Gorilla im Hinspiel 6-0 verloren. So, und dann im Rückspiel am nächsten Tag vor den Zuschauern hat er gegen Gorilla 2-1 gewonnen. Und wer weiß, vielleicht wenn Cody direkt die beiden Spiele gegen Gorilla gespielt hätte, wo er da auf der Bühne gespielt hätte, weil der meinte, der kann gut vor Leuten spielen, der hat dann noch mehr Druck und kann damit dann richtig Gas geben und so, wisst ihr, ich meine, der war dann noch mehr motivierter. Und dann haben die einfach ein Spiel, sage ich mal, am Donnerstag gemacht und das andere einfach am Freitag, so Hin- und Rückspiel. So normalerweise macht man das doch an einem Tag so. Und das war einfach sowas von lächerlich, fand ich. Und das meine ich so mit Organisation, das fand ich mega scheiße, ja. Dann hat Gorilla das Turnier gewonnen, es waren auch unter anderem Stars bei den Events dabei gewesen. Also ich habe zum Beispiel ein Foto mit Az Pico Elta gemacht. Ist jetzt nicht so der Typ, den ich richtig krass feiere, sage ich mal. Aber er war auf jeden Fall sympathisch gewesen. Dann war noch Alvaro Morata war da. Dann war noch Ruud Gullit dabei, die alte FIFA-Legende. Und. Also es waren richtig viele Leute dabei. Ansonsten war es ein richtig geiles Event. Gorilla hat dann gewonnen gehabt gegen Kai Deto im Finale, der sich wacker geschlagen hat. Aber Gorilla für mich einfach seit 2-3 Jahren die Nummer 1 für mich. Da kann mir jeder sagen, was er will, aber ich finde, er ist einfach nur zu krass. Ich habe ja auch 2016 gegen ihn spielen dürfen und habe ein richtig krankes Tor gemacht und er hat mich auch damals noch gelobt gehabt und. Und ja, ihr wisst ja, FIFA 18 will ich versuchen, meinen Weg in die E-Sport-Karriere einzupeilen. Aber ob das klappen wird, weiß man natürlich nicht, Alter. Das
Hat auch alles natürlich, ja, viel... Oha, was ist das denn hier? Oh mein Gott, was war das denn? Hat natürlich auch alles mit viel mehr Disziplin und alles zu tun. Und ich werde versuchen, mein Ding durchzuziehen. Und versuchen, den Weg zu packen, das alles hinzubekommen. Und ja, dann war an dem Abend noch die Abschlussfeier von dem FIFA-Event. Da waren wir auf, das war in der Hotellobby gewesen. Da dachte ich mir, guck mal, das ist FIFA. Und die machen einfach die Party im Hotel in so einem Nebenraum, der ziemlich klein war. Ne? Also Location, sage ich mal, war Schrott. Aber nach ein paar Stunden haben die Leute ein bisschen was getrunken und sind alle mega abgegangen, Alter. Da haben auf einmal alle so eine Partystimmung gemacht. Das werdet ihr alles noch im Vlog sehen, Leute. Dann ging da wirklich die Post ab. Und wir hatten einen richtig geilen letzten Abend gehabt mit allen Leuten, mit allen verschiedenen E-Sportlern aus ganzer Welt. Und haben den Abend genossen und sind dann am Ende auch pennen gegangen und am nächsten Tag mit der Bahn zum Flughafen und dann zurückgeflogen. Also letzten Endes muss ich sagen, es war eine geile Erfahrung, dabei gewesen zu sein. Es hat übertrieben Spaß gemacht, aber es gab viele Dinge, die mich dann am Ende noch abgefuckt haben bei der Organisation und. Aber ja, es passieren immer Fehler, es kann nicht alles glatt laufen, aber allgemein würde ich sagen, gebe ich dem Event so eine 3+, 2- so ungefähr. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Alter, der hat einfach alle gefickt, Alter, wie krank, guckt euch das an, Mann, guckt euch das an! Alter, only Nuketown, krank der Typ, Alter, ja, 41, 58 war jetzt nicht das beste Verhältnis, aber ja, ging auch darum, euch vom Event zu erzählen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, folgt mir auf Snapchat, Instagram. Morgen bin ich, wie gesagt, in Köln. Und wenn ihr mich von Dienstag bis Samstag auf der Gamescom seht, spricht mich an, ihr könnt mit mir Fotos machen. Und folgt mir auf Snapchat, Instagram, damit ihr immer seht, wo ich bin, damit ihr auch mal zu mir kommen könnt, wir chillen können, Fotos machen können. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch. Dienstag kommt dann, wie gesagt, der Vlog auf viel FIFA online. Da könnt ihr euch drauf freuen, das wird auf jeden Fall ein cooler Vlog werden. Den werde ich heute noch schneiden, bevor es nach Köln geht. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, euer Öni verabschiedet sich. Lasst einen Daumen nach oben da, macht's gut, haut rein und ciao!